Rikscha-Fahren ist in Pakistan eine echte Männerdomäne, wie so viele Berufe in dem muslimisch geprägten Land. So kann das nicht weitergehen, findet eine Gruppe von Frauenrechtlerinnen und setzt sich kurzerhand über das Tabu hinweg mit einer rosa Rikscha-Rally durch die östliche Stadt Lahore. Wir haben diese Initiative gestartet, um Frauen zu mehr Gleichberechtigung zu verhelfen. Viele halten das nur für eine neue Dienstleistung. Tatsächlich wollen wir Frauen helfen, Unternehmerinnen und Besitzerinnen ihrer Rikschas zu werden, ihre eigenen Chefs. Sir Aslam hat den Service mit den rosa Dreirad-Taxis exklusiv für Frauen gegründet, weil sie die andauernden Belästigungen durch Männer satt hatte. Viele Pakistanerinnen wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es muss neue Chancen geben und das hier schafft neue Möglichkeiten für Frauen. Es wird das Problem nicht lösen, aber es ist ein großer Schritt nach vorn. Noch sind Taxichauffeurinnen und Rikscha-Fahrerinnen in Pakistan die Ausnahme. Dass sich diese Frauen ans Steuer trauen, ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr Gleichberechtigung.